Es ist schon eine ganze Weile her und ich glaube, es wird mal wieder Zeit für ein richtig cooles Ranking. Ich habe mir überlegt, wie wäre es denn, wenn wir einfach mal alle Dinosaurier aus der Original Jurassic Park Trilogie nehmen und die einfach mal ranken. Ja, dazu habe ich wirklich geschaut, welche Saurier kamen im Film vor. Ich meine auch alle erwischt zu haben, wenn ich ein oder zwei vergessen habe, die vielleicht im Film im Hintergrund irgendwie in die Wand pinkeln, dann vergebt's mir, aber ich meine wirklich nahezu jeden Dinosaurier in der Liste zu haben, den wir in Jurassic Park 1, 2 und eben auch 3 gesehen haben. Wie immer ist das Ganze hier auch nur meine Meinung. Auf deine Meinung bin ich auf jeden Fall gespannt. Am Ende des Videos schreibst du mir bitte deine Meinung dazu in die Kommentare. Wie würdest du die Saurier aus dem Jurassic Park Trilogie ranken? Auf dem letzten und ich meine 16. Platz in dieser Rankingliste ist ein Dinosaurier aus The Lost World, der auch nur ganz kurz vorkommt, bei dem ich gar nicht gewusst habe, dass es eigentlich ein anderer Saurier ist. Also ich dachte tatsächlich, das wäre ein Apatosaurus. Nee, ich habe danach geguckt und tatsächlich handelt es sich hierbei um einen sogenannten Manenchisaurus. Manenchisaurus, der auf jeden Fall auch in The Lost World Jurassic Park sein Debüt hatte. Das heißt, hier haben wir das Tier zum allerersten Mal gesehen und eben auch zum letzten Mal. Und das auch nur ganz kurz, deswegen auf dem letzten Platz. Weil dieser Dinosaurier irgendwie meiner Meinung nach verschwendet wurde, dafür, dass man ihn neu eingeführt hat, wurde er nur dafür benutzt, dass er irgendwie wegrennt vor den Ingen-Söldnern aus The Lost World und deswegen nimmt man den auch wirklich so gut wie gar nicht wahr und deswegen ist dieser Dinosaurier bei mir auf dem verdienten 16. Platz. Ein weiterer Platzhalter-Dino meiner Meinung nach ist auf Platz 15 geraten, nämlich der sogenannte Corythosaurus und den hat man irgendwie auch immer nur so nebenbei mal gesehen, also die prägnanteste Präsenz, die der Dinosaurier wirklich hatte, war in Jurassic Park 3 gewesen, als unsere Helden von den Velociraptoren flüchten und dann eben durch eine Herde von diesen Dinosauriern durchrennen, ist nett gewesen, aber auch da muss ich halt sagen, die haben nicht mehr gemacht, als einfach nur in Panik zu geraten, wegzurennen. Von daher irgendwo coole Pflanzenfresser, aber für mich halt zu wenig, um die irgendwie höher zu ranken. Deswegen muss ich sagen, ja, auf jeden Fall verdienter 15. Platz. Auf Platz Nummer 14 haben wir hier, und jetzt wird es glaube ich schon so ein bisschen kontrovers, den Ankylosaurus. Ey, ich konnte ihn nicht höher ranken. Ich weiß, in Jurassic World mag er wirklich ganz wenig bessere Präsenz haben als in den Jurassic Park Filmen. In Jurassic Park macht er nicht mehr als ganz kurz durch die Kamera durchzulaufen, damit in Jurassic Park 3 gesagt werden kann, wir haben hier mehr Dinosaurier als sonst dabei. Ist das nicht cool? Und dafür ist mir das ein bisschen wenig. Ich mag den Dinosaurier in der Regel schon sehr gerne, aber in der Jurassic Park Trilogie hat er nicht wirklich viel zu tun und deswegen bei mir Platz Nummer 14. Ähnlich verschwendet oder sogar vielleicht noch ein bisschen mehr verschwendet ist meiner Meinung nach auch der Ceratosaurus in Jurassic Park 3 gewesen. Ich meine, gut, er taucht zum allerersten Mal auf und irgendwie musste man damals im Kino auch lachen. Also es gab ja Leute, die meinen, das wäre ein durch die vierte Wand brechen eines Dinosauriers. Das habe ich so nie gesehen. Ich meine, der Saurier guckt eben einfach ein bisschen blöd, weil unsere Helden eben nach Spinosaurus-Scheiße riechen. Ich meine, es war Spinosaurus-Kot. Und deswegen guckt er eben so ein bisschen und greift sie daraufhin nicht an, weil sie eben so sehr stinken. Ist nett, aber dafür wird so ein Dinosaurier verschwendet, wieder mal verschwendet. Ich muss es einfach so sagen, das Tier hat einen wesentlich imposanteren Auftritt in späteren Filmen, wo er auch nur ganz kurz vorkommt oder eben auch im Spiel Jurassic World Evolution. Und da muss ich halt auch sagen, ja, ey, höher kann ich es leider auch nicht ranken, deswegen ist dieser Platz für mich auch ganz für den Ceratosaurus. Parasaurolophus sind, glaube ich, mitunter die ersten Dinosaurier, die wir in Jurassic Park, generell im Jurassic-Universum jemals gesehen haben. Aber auch die werden nicht mehr wirklich in Szene gesetzt. Der Grund, warum dieser Dinosaurier vor den vorherigen Plätzen ist, ist ganz einfach der, dass er einen relativ imposanten Auftritt in The Lost World hat, als er dann quasi sich auf einmal auf seine zwei Beine hochstellt und dann diesen einen Söldner einmal quer übers Feld mit dem Seil schleudert. Und das sieht schon ziemlich cool aus. Aber an sich haben auch diese Dinosaurier nicht mehr zu tun, als dann auch später in Jurassic World. Darum geht es ja aber nicht. Aber auch in Jurassic Park machen die eben nicht mehr als irgendwie ein schönes Setting noch schöner zu machen, wenn ihr wisst, wie ich meine. Die haben nicht wirklich eine Ausstrahlung nach außen, als eben zu zeigen, oh, schön, Dinosaurier. Bisschen schade. Ich habe das Gefühl, Pflanzenfresser generell spielen in Jurassic Park und World auch später dann nicht ganz so eine geile Rolle. Aus Gründen. Natürlich sind Fleischfresser immer wesentlich interessanter. Aber da könnte man noch mehr draus machen. Auf dem nächsten Platz haben wir den Gallimimus. Und ja, der Gallimimus ist mitunter eine Galionsfigur der Jurassic Park Trilogie. Und tatsächlich ist er aber auch nicht mehr als das. Der Gallimimus wird in Jurassic Park 1
meiner Meinung nach relativ organisch eingefügt. Ja, wir erfahren am Anfang von Jurassic Park 1, Dinosaurier und die Vögel der Gegenwart haben sehr viel gemeinsam. Und dann sehen wir irgendwann die Gallimimus, wie sie eben über das Feld rennen und auch noch Alan Grant uns darauf hinweist, sie koordinieren sich genau wie ein Vogelschwarm. Ist ein cooler Callback, ist ein cooles Foreshadowing. Und das war's auch mit diesen Tieren. Die werden dann noch in bestimmten Gameboy-Spielen so ein bisschen verhunzt, wo sie aber einfach auch nur von rechts nach links und links nach rechts rennen und man irgendwie so ausweichen muss. Wenn ihr mich jetzt fragen würdet, Tobi, was würdest du aber aus diesen Tieren jetzt mehr in den Film machen? Ich könnte es dir nicht sagen, aber das macht es ja nicht automatisch besser. Der Gallimimus ist für mich eine Galionsfigur des Jurassic-Universums generell, aber dennoch kommt er mir zu wenig zum Tragen. Ich meine, in Jurassic World kopiert man einfach wieder die Szene aus Jurassic Park 1. Man scheint nicht zu wissen, was man mit diesem Tier anfangen soll und das ist ein bisschen schade und deswegen, der Gallimimus ist auf jeden Fall verdient auf diesem Platz. Der Paricephalosaurus kommt schon. Ich meine, wahrscheinlich irgendwo auch kontrovers, dass der Saurier auf diesem Platz hier gelandet ist und das auch nur wegen einer einzigen Stelle, weil er kommt auch nicht wirklich oft in Jurassic Park vor. Aber der Moment, in dem der Pari einfach die Exposition bekommt von diesem einen Doktor, der dann später wegen der Schlange in The Lost World stirbt, wo er gerade noch erklärt, dass der Paricephalosaurus sein Genick nach vorne neigt. Und dann ist er wie ein Rambock und knallt quasi. Und in dem Augenblick knallt der Paricephalosaurus wirklich gegen so einen Soldaten und prescht ihn durchs Auto durch. Ich fand das einfach einen geilen Moment. Und das hat bei mir dafür gesorgt, dass der Paricephalosaurus bei mir sehr krass im Gedächtnis geblieben ist. Deswegen auch verdient auf diesem Platz. Auf dem nächsten Platz haben wir wieder eine Galionsfigur aus Jurassic Park. Und zwar den Brachiosaurus. Und ja, hier muss man wirklich sagen, der hat in der gesamten Jurassic-Reihe wesentlich mehr zu tun, beziehungsweise ist er wesentlich präsenter als vorherige Dinosaurier. Der Brachiosaurus ist am Anfang der erste Saurier, den wir jemals sehen. Er ist in Jurassic Park 2 nicht ganz so präsent, dafür haben wir aber in Jurassic Park 1 noch die Szene mit Lex, wo er Lex ins Gesicht niest, was auch ziemlich ikonisch ist tatsächlich. In Jurassic Park 3 haben wir dann diesen Brachiosaurus mit dem roten Kopf, den sehr viele seltsam finden, wo ich meine, ey, ist halt eine andere Variante vom Brachiosaurus. Aber der kommt, glaube ich, auch in jedem Jurassic-Teil vor und ist deswegen mehr als einfach nur ein Platzhalter. Er symbolisiert die Schönheit des Jurassic Park. Während in der Jurassic Park-Trilogie der T-Rex noch für den Terror symbolisiert hat, oder die Velociraptoren von mir aus, war der Brachiosaurus dafür da, um die Schönheit dieser Idee hinter dem Klon der Dinosaurier zu präsentieren. Und das hat er nahezu in jeder Szene super schön gemacht und deswegen verdient auf diesem Platz. Der nächste Platz ist wahrscheinlich mitunter einer der größten Geniestreichs von Steven Spielberg. Dieser Dinosaurier zeigt uns in The Lost World, wie genial Steven Spielberg ist, wenn es um das Thema Geschichten erzählen geht. Der Compsognathus, kurz auch Compi, ist ein Dinosaurier, der vielleicht so die Größe hat, maximal bis zu meinem Schienbein und sollte eigentlich keine wirkliche Gefahr darstellen. Tatsächlich sehen wir am Anfang von The Lost World ganz kurz, wie der Saurier es schafft, ein kleines Mädchen in einer Masse anzugreifen. Später sehen wir dann aber auch, wie der Compsognathus einen erwachsenen Mann jagt und wirklich bis zur Müdigkeit jagt, bis sie dann eben es schaffen, ihn am Boden in einer schieren Anzahl an Kompis dann auch wirklich zu fressen. Auf die Idee muss man wirklich erstmal kommen, dass man es irgendwie schafft, die Dinosaurier, die ja wirklich nur so groß sind, dann wirklich auch zu einer Gefahr zu machen. Und das hat Steven Spielberg super cool gemacht. Der Tod von Dieter in The Lost World, der eben von den Compsognathus gefressen wurde, ist einer meiner Lieblingstode aus dem gesamten Franchise. Und deswegen muss ich sagen, die Compis auf jeden Fall verdient auf einem relativ hohen Platz. Aber leider machen sie eben in späteren Filmen auch nicht wieder mehr, als einmal kurz durchs Bild zu hüpfen. Das heißt, sie haben einen einzigen coolen Auftritt und der ist in The Lost World Jurassic Park. Schade. Der Stegosaurus in diesem Fall ist für mich wirklich maßgeblich mitunter das ikonischste Tier aus The Lost World Jurassic Park 2. Ihr wisst, von welcher Szene ich spreche, sehr wahrscheinlich schon. Es geht um die Anfangsszene, in der Sarah Harding es eben schafft, die Stegosaurier aufzuscheuchen, indem sie alle fotografiert und das Baby auch noch unbedingt anfassen muss. Und dann flippen eben die Eltern aus und greifen Sarah an. Und das war das erste Mal, wo man wirklich gesehen hat, wie harsch auch so Pflanzenfresser werden können. Das sind eben Tiere. Nochmal ein riesen Daumen hoch an alle Jurassic Park Teile. Die Jurassic Park Trilogie hat das
in fast jedem Teil perfekt hinbekommen, uns zu zeigen, das sind einfach Tiere. Und diese Tiere werden sich verteidigen, wenn nötig. Das wird ja sogar noch in einem in Jurassic Park 1 gesagt, dass diese Tiere sich verteidigen, wenn sie es eben machen müssen. Und die Pflanzenfresser, die ja eigentlich immer so lieb waren, und wir haben immer gedacht, Pflanzenfresser machen ja keinem was, haben sich in diesem Fall eben auch versucht zu verteidigen. Und das war damals schon so ein kleiner Schock gewesen, so nach dem Motto, oh Gott, das ist doch ein Pflanzenfresser, wieso greift der jetzt die Helden an? Der Stegosaurus auf jeden Fall imposant und für mich sehr prägnant in The Lost World Jurassic Park 2. Einen Platz höher hat es dann aber noch der Triceratops geschafft. Und das, obwohl er eigentlich in der Szene, die mir so ans Herz gewachsen ist, nur da liegt und eben krank ist. Ja, die Szene, über die ich hier spreche, stammt aus Jurassic Park 1. Und das ist eben die Szene, in der Dr. Alan Grant, Ellie Sattler, Tim und Lex auf Dr. Harding, dem Vater von Sarah Harding, was ich nie müde werde zu erwähnen, weil ich diesen Kontakt irgendwie ziemlich cool finde, diese Connection zum nächsten Film. Die treffen auf jeden Fall auf einen kranken Triceratops, der eben am Boden liegt. Und als Kind fand ich die Szene echt langweilig, weil das eben die Szene war, kurz bevor der T-Rex ausbricht. Und die hat für mich immer so ein bisschen das Ganze in die Länge gezogen. Inzwischen muss ich wirklich sagen, wenn diese Szene auftaucht, finde ich die einfach nur herzergreifend. Wie auch Alan Grant sich auf dieses Tier legt und man wirklich merkt, okay, diese Tiere sind real. Und gleichzeitig muss man dann auch bedenken, zu der damaligen Zeit war so eine animatronische Technik unvorstellbar. Dieser Dinosaurier ist quasi auf zwei Ebenen real geworden. Einmal in unserer realen Welt und einmal eben in der Welt von Jurassic. Und das hat mir damals, wie gesagt, war das ein bisschen langgezogen. Aber inzwischen muss ich sagen, das ist einer meiner ikonischsten Szenen aus dem gesamten Jurassic-Universum. Ab diesem Augenblick leben Dinosaurier wirklich, und zwar in beiden Welten. Deswegen für mich ganz klar auf so einem hohen Platz. Oh, jetzt wird's ganz kontrovers. Jetzt wird's Leute geben, die sagen, wie kannst du nur? Wie kannst du nur, wenn du eben den Triceratops genannt hast? Wie kannst du Deptyranodon über den Triceratops setzen? Alter, die Deptyranodon-Szene in Jurassic Park 3, die ist doch so seltsam mit Billy, mit dem Gleitschirm. Und mag alles sein, man kann von der Szene halten, was man möchte, aber ich finde, der Deptyranodon an sich hat in Jurassic Park 3 mitunter den besten Auftritt aller Dinosaurier. Ich liebe den Spinosaurus, aber auch der hat für mich, wie öfter ich den dritten Teil gucke, zu wenig Präsenz an sich. Ich meine, er taucht immer mal wieder auf und dann flüchtet man vor ihm. Der Spinosaurus kommt zu kurz in Jurassic Park 3. Der kommt auf jeden Fall zu kurz. In jedem anderen Jurassic Park Film hatten wir neben dem T-Rex dann die Velociraptoren als Hauptbedrohung gehabt. In Jurassic Park 3 ist das nicht der Fall. In Jurassic Park 3 haben wir meiner Meinung nach die Pteranodon als neue Hauptbedrohung. Und wie das inszeniert ist, finde ich unfassbar genial. Alleine wie die Gruppe von unseren Helden dann eben in den Nebel hineinsteigt und dann sagt Dr. Alan Grant nur bedeutungsschwanger, das ist ein Vogelkäfig. Und dann finden sie heraus, wofür der Vogelkäfig wirklich ist. Und dann tauchen die Pteranodon auf. Ich kann verstehen, warum man die Szene nachher ein bisschen seltsam findet. Auch das mit Billy und so. Ich mochte es auf jeden Fall sehr. Und ich mag Flugsaurier nicht mal wirklich. Aber der Pteranodon ist auf jeden Fall verdient auf diesem Platz, meiner Meinung nach. Und hier nur mal ganz kurz. Ja, ich werde auch zu Flugsauriern und zu Wassersauriern werde ich trotzdem Dinosaurier sagen, weil sonst kann ich die halt nicht ins Ranking mit reinbringen. Nur für die Leute, die jetzt wieder in die Tastatur reinhauen. Aber Tobi, das ist doch irgendwie nicht ganz korrekt. Ich weiß, aber alles cool. Es ist mir bewusst, aber sie müssen hier mit rein. Sonst macht es eben keinen Sinn. Auf Platz Nummer 4 habe ich einen Dinosaurier, der viele von uns damals extrem verschreckt hat. Zu Recht, weil Steven Spielberg hier wieder mal gezeigt hat, wie genial er in Sachen Szenerie ist, in Sachen Storytelling nicht mal unbedingt. Ich meine, da ist er auch genial. In dieser Szene geht es aber darum, eine Szene auszuerzählen. Und das macht mit dem Dilophosaurus nahezu perfekt. Wir bekommen das Tier erst einmal vorgestellt als eine Kreatur, die Gift spuckt. Ganz zu Beginn von Jurassic Park sagt uns eine Stimme aus dem Off, der Dilophosaurus ist ein Giftspucker-Dinosaurier im Endeffekt. Und dann sehen wir das Tier zum ersten Mal und merken, na, der ist ja recht klein. Nur so am Anfang denken wir uns noch, ja, Giftspucker-Saurier ist bestimmt so ein Monster. Und dann taucht er auf und wir merken, nee, der ist ja, eigentlich ist der ganz putzig, bis dann eben der Kragen aufspringt, der Dilophosaurus dann wirklich sein volles Potenzial zeigt. Auch Dennis Nedrys Tod ist mitunter der besten Tode im gesamten Jurassic-Universum und vielleicht sogar der prägnanteste. Ich glaube, dass jeder Mensch, der Jurassic Park auch nur ein einziges Mal gesehen hat, erinnert sich an genau diesen Tod. Ich glaube, jeder andere Tod könnte irgendwo in Vergessenheit geraten, wenn nicht der. Dieser Tod auf jeden Fall nicht. Der bleibt dir im Hinterkopf, weil er dann doch ziemlich
ziemlich einprägend ist. Der Dilophosaurus ist einfach ein cooler Dinosaurier, auch wenn sie in Jurassic Park und World nicht die große Variante gezeigt haben und auch wenn sie in Jurassic World aus dem Dilophosaurus so ein Kasperle-Theater gemacht haben, muss ich wirklich sagen, in diesem Video geht es um die Jurassic Park Trilogie und da ist der Dilophosaurus definitiv auf Platz 4 und meiner Meinung nach auch komplett verdient. Kommen wir jetzt zu den Top 3 Dinosauriern des Jurassic Park Franchises, der Jurassic Park Trilogie. Und auf Platz Nummer 3 haben wir hierbei, und Trommelwirbel, den Tyrannosaurus. Ja, er ist nur auf Platz 3 geraten, ich kann aber auch ganz genau erklären, warum. Der Tyrannosaurus ist eine Legende, er ist das Maskottchen des Jurassic Parks. Und das auch vollkommen zu Recht. Ich meine, der allererste Auftritt des Tyrannosaurus in Jurassic Park 1 ist das Ikonischste, was Jurassic generell zu bieten hatte. Auch in Jurassic Park 2, wo sie dann zu zweit auftauchen, also quasi zwei T-Rex, die eben Ian Malcolm und Co. angreifen. Auch das ist eine super, super coole Szene. Aber ich habe irgendwie immer das Gefühl gehabt, dass die Velociraptoren noch mal eine größere Gefahr sind. Deswegen switchen wir jetzt hier auch gleich mal über zu Platz Nummer 2. Der ist bei mir die Velociraptoren. Ich muss Platz 3 und Platz 2, glaube ich, mal so nebeneinander ein bisschen besprechen, um einfach klar zu machen, warum die Velociraptoren für mich die größere Gefahr sind, im Gegensatz zum T-Rex. Der Tyrannosaurus Rex ist eine gewaltige Gefahr, darüber müssen wir überhaupt nicht reden. Abseits von seiner, ich kann dich nicht sehen, wenn du dich nicht bewegst, Schwäche, kann man da nichts gegen sagen, dass das Tier auch wirklich furchteinflößende Momente hat. Allerdings muss ich dazu sagen, dass die Velociraptoren mir immer ein bisschen unberechenbarer vorgekommen sind. Ich meine, plötzlich konnten sie Türen öffnen. In Jurassic Park 2 haben sie auf einmal angefangen, koordiniert wie Wölfe zu jagen. In Jurassic Park 3 konnten sie nahezu miteinander sprechen. Sie haben verschiedene Wortlaute gemacht. Und diese Tiere sind für mich immer wesentlich mysteriöser gewesen als der T-Rex an sich. Obwohl das Tier wirklich königlich ist. Ne? Man sagt ja auch immer, Rexy ist die Königin von Jurassic Park und später auch von Jurassic World. Gehe ich vollkommen mit, sage ich gar nichts dagegen. Aber die Velociraptoren waren mir persönlich immer ein bisschen heftiger. Deswegen muss ich hier das Statement ganz kurz bringen. Ich würde einen Jurassic-Film ohne einen T-Rex mehr ertragen als einen Jurassic-Film ohne coole Velociraptoren. Was meine ich mit coolen Velociraptoren? Dazu kommen wir noch in einem anderen Video, wenn ich mein Jurassic World Ranking mache, weil was sie da aus den Velociraptoren gemacht haben, ist ein schwieriges Thema. Platz Nummer 1, wer hätte es gedacht, wenn ihr meine Videos schon länger verfolgt, werdet ihr auf jeden Fall wissen, was auf meinem Platz Nummer 1 ist. Ich kann es ja mal ganz kurz spannend machen. Das Tier kommt nur in einem einzigen Jurassic Park Film vor. Das Tier kam danach nie wieder in einem Jurassic Park Film vor, aber in einer Serie. Richtig, ich rede hierbei vom Spinosaurus aus Jurassic Park 3. Und eben gerade habe ich noch gesagt, dass der Spinosaurus nicht das Potenzial hatte, was er hätte eigentlich bekommen müssen in Jurassic Park 3. Und dazu stehe ich auch. Und trotzdem mag ich dieses Tier extrem von dem Auftreten, was es eben hat. Auch der Kampf Spinosaurus gegen T-Rex ist für mich der beste Kampf der gesamten Jurassic-Reihe, weil er einfach organisch und realistisch rüberkommt. Der Spinosaurus hat des Weiteren eigentlich eine relativ dramatische Geschichte, die wir aber nicht gesehen haben. Ich habe dir hier oben mal ein Video verlinkt, in dem du erfährst, warum der Spinosaurus eigentlich die Menschen jagt. Und das hat einen ganz deftigen Grund, wo ich mir gedacht habe, das hätte man vielleicht nicht unbedingt rausschneiden sollen. Das ist eigentlich wichtig für die Geschichte, um die eben zu verstehen. Damals als Kind habe ich mir auf jeden Fall gedacht, so, oh nee, komm, ich habe den T-Rex geliebt und jetzt bringt ihr mir einen neuen Dinosaurier mit rein. Und dann habe ich den Film im Kino gesehen und dachte mir, das ist es, den will ich jetzt öfter sehen, den Spinosaurus. Er kam leider danach nie wieder vor, weil Jurassic Park 3 eben gefloppt ist. Aber der Spinosaurus ist bei mir auf jeden Fall tief im Herzen verankert und bei mir auf jeden Fall auf Platz 1 meiner Lieblingsdinosaurier aus der Jurassic Park Trilogie. Jetzt bist wie immer du gefragt, wie stehst du dazu? Was sind deine Lieblingsdinosaurier? Oder willst du vielleicht mir auch dein persönliches Ranking aller 16, waren es jetzt glaube ich, Dinosaurier mal in die Kommentare unten reinschreiben? Würde mich auf jeden Fall freuen. In diesem Sinne bin ich für heute raus mit dem Video. Ich wünsche dir was, bis zum nächsten Mal.